Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir haben Damaskus abgegrast und uns steht jetzt hier unser letztes Attentat bevor. Und ich bin im Büro, also im Spiel. Und jetzt holen wir uns mal unsere Erlaubnis. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Hallo? Aha. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Aber natürlich. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Jubair bereitet sich auf ein Treffen in der Madrasa al-Khalasa vor. Das ist der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Okay. Nichts wie hin. So, wo genau findet das statt? Ah, oh, ganz in der Nähe. Dann werden wir mal gucken, was der gute Mann vorhat. Nichts Gutes. So, das ist das Gebäude hier, wenn ich mich nicht irre. Nein, ich töte dich. So, kommst du da rüber? Ja. So, ich würde mal gerne hier runtergehen. Genau. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen. Um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte, Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen! Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Okay. Jetzt haben wir hier 5, nee, 6 verschiedene Ziele.
Und ich glaube, egal wie man das jetzt angeht, es ist immer der Letzte, zu dem man hingeht. Zumindest glaube ich, dass man das nicht irgendwie beeinflussen kann. Man soll ja gucken, wo Rauch ist. Hier sieht es nicht so aus, als ob da Rauch wäre. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich sehe hier allerdings gerade überhaupt keinen Rauch. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal hier vorne an, wenn hier nichts qualmt. So, hier unten ist was. Was ist das da unten? Ah, Moment. Das ist hier in dem Innenhof, oder? Irgendwie in einer Erinnerung wurde ja erwähnt, Jubair hat eine Tasche um oder sowas. Kann das sein? So, hier können wir übrigens nochmal nachgucken. Jubair hat bestimmt, dass alle Schriften der Stadt zerstört werden sollen. Er sagt, dass diese Schriften nur Lügen seien, die den Geist der Leser verderben. Dies lehrt er seine Schüler, die ihm bedingungslos folgen. Sie treffen sich jeden Tag in der Madraja al-Kalaja. Ein solches Treffen wird bald stattfinden. Ich werde daran teilnehmen, aber nicht, um mir seine Verrücktheiten anzuhören. Dort werde ich es beenden. Irgendwo stand doch, dass er irgendwie eine Tasche oben hat oder so. Ah, Jubair ist bekannt dafür, stets teure goldene Roben und eine prall gefüllten Geldbeutel zu tragen. Im Vergleich mit den anderen Gelehrten aus Damaskus ist Jubair ziemlich einzigartig gekleidet. So. Die beiden sind ausgeschlossen. Okay. Also da wohl nicht. Wir können das jetzt mal hier systematisch vorgehen. Dann gehe ich mal davon aus, dass der Punkt hier und der Punkt hier auf keinen Fall der Zielpunkt ist. Dann gehe ich mal zu dem hier unten. So. Ja, wir müssen uns ja nicht mehr Arbeit machen, als wir haben. Weil ich dachte eigentlich immer, die muss man so halt immer systematisch abgehen. Hä? Jeder kann mit Tinte auf Pergamente schreiben. Jeder. Alter ihr. Was tust du? Alter. Okay, so geht's auch. Wer ist denn jetzt hier hinter mir her? Das ist doch doof. Ah! Das fängt ja gut an. So, also nochmal. Ich wurde gerade in meinen Überlegungen gestört. So. Ich dachte halt immer, man muss alle abgucken und der Letzte ist dann halt Jeder kann das mit Tinte auf Ziel. Pergamente schreiben. Jeder. Diese Macht und dieser So, Einfluss hier ist Qualm. müssen kontrolliert werden. Es wäre gefährlich und unverantwortlich, sie jedem Dahergelaufenen zu überlassen. Aber ich meine, man kann er nicht erkennen. Auf dass sie euren Geist nicht länger vergiften. Ob das der ist oder nicht, also. Oh, wer beobachtet mich denn jetzt schon wieder? Es ist doch jeder kann mit Tinte auf Pergamente schreiben. Jeder. Diese Macht. Und noch jemand? So. Es wäre gefährlich und unverantwortlich, sie jedem Dahergelaufenen zu überlassen. Ah, ich glaube, der ist das nicht. So, da haben wir noch jemanden. Ich gehe mal hoch aufs Gebäude.
Oh, Alter, ihr. Langsam. So, dann müsste der. Wo ist denn der? Der da? Hm, der redet nicht. Aber ich sehe das ja von hier oben. Wir scheinen sicher, aber das täuscht. Grausame Worte führen zu grausamen Taten. Seht euch um. Das Land fällt dem Bösen anheim. Ob Schriften wie diesen. Jetzt nicht mehr. Wenn ihr den Frieden wollt, wenn ihr diesen Krieg wirklich beendet. Man erkennt das halt nicht, ob der jetzt anders gekleidet ist als seine Schüler. Aber ich möchte das trotzdem mal versuchen, ob man das hier tatsächlich herausfinden kann. So, der hier auf keinen Fall. Nee, also wenn, dann eher der da drüber. So, also hier vielleicht. Wo ist denn das? Wo ist denn jetzt hier das, wo die verbrannt werden? Hallo? Hä? Ach, da unten. Tja. Wenn ich das wüsste, ob ich das den da angesehen. Haben wir uns schweigend gefügt. Den Worten von Männern und Frauen Glauben geschenkt? Tja, ich kann ja jetzt mal zu dem Letzten gucken. Ach, da ist noch einer. Wer ist dafür verantwortlich? So, und... So, jetzt sind meine Wurfmesser fast alle. So. Gutes Volk von Damaskus, ihr tut das Rechte. Lasst uns die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit befreien. Das ist nur gerecht. Und aus den Flammen wird sich eine neue Zeit erheben. Das ist jetzt so eine Sache. Eine der Wahrheit und Einheit. Regiert von der einzig wahren Weisheit. Er könnte das von der Stimme her, könnte das hinkommen. Hier ist auch so ein schöner Zugang. Tja, der will, ich will aber nicht, dass der mich entdeckt. Gutes Volk von Damaskus, ihr tut das Rechte. Ja, Alter, ihr. Die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit befreien. Nicht zu. Nein! Oh. Warum? Habt ihr das getan? Ja. Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran das sie war glauben, natürlich geplant. Ihre Gedanken bestrafen, egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seine mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Ja, man muss auch mal Schwein haben können. Okay. Das war jetzt... Also ich hatte eigentlich den hier im Hof anvisiert. Ich wusste nicht, dass der praktisch, davor steht, aber klar, es hieß ja auch, der hält sich da in der Nähe auf und nicht, dass er halt selber irgendwie den Leuten irgendwas vorspricht. Okay, dann habe ich den jetzt einfach blind. Aua.
Ja, blind getötet sozusagen. Mehr Glück als Verstand. Gut, aber dann haben wir uns den ganzen Mist gespart, ne? Weil das hat jetzt entschieden länger gedauert, wenn wir jetzt hier alle Stellen die Leute getötet hätten. Nur auf gut Glück. So. Lauf, Alter, ihr! Tja, warum soll man nicht auch mal Schwein haben? Da hinten hin? Ja! Das habe ich gedacht, das war zu weit. Ups. So, geschafft. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Na, also. Das war jetzt ein super Attentat, würde ich sagen. Sie wurde eliminiert. So, schickt mich zurück nach Masyaf Animus. Genau. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von Dächern und in Marktstände, um sich einen Fluchtweg zu schaffen. Ich werde nicht entdeckt. Ich bin brav. Ich bete nur. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt, und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist, und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns ihr hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt.
Nehmt eure Ausrüstung. Sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ir. Spult nochmal zurück und hört euch das nochmal an. Das ist... Das versteht man nicht beim ersten Mal. So, ui. Rang 8 Erinnerung. Kurzschwertmeister. Also wir teilen mit dem Kurzschwert jetzt auch mehr Schaden aus. So. Dann bleibe ich mal hier und ich verabschiede mich an der Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Assassin's Creed 1. Bis dahin, ciao!